Aber ich will erstmal diesen verdammten Pistol unten tot kriegen. Du weißt, wie sehr ich die Teile mittlerweile habe. Was ist schon mal für Chris? Das geht nicht! Was? Nein! Nein! Was? Nein, so darf ich führen! Ach, sie verliert gerade ihre... Wer singt am schlechtesten Wetter? Dussel? Noch am Leben? Nein! Was? Noch am Leben? Ja. Boah. Wie gemein, warte ich das Ding. Okay, ich mach mal wieder einen kurzen Moonwalk. Er hat mich Bitch genannt! Warte! Ah, gut. Wie hat er dich genannt? Bitch! Wenn der will mich nicht persönlich treffen. Weißt du, was der aggressiv ist? Was? Weißt du, was dem Vieh schaden? Nein, weißt du nicht. Vorher ging ich mal einfach davon aus, dass aus den Eis ab. Dann ist eben was Rocky gewesen. Überraschung. Okay, komm mal schön zurück, Pache. Gut, dann war Rocky wohl effektiver und dann ist das der Donnerdrache. Ich nehme mir mal eine Nuss, ne? Ja, kannst du ruhig machen. Und Drache, 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 komm mal bitte wieder. Damit wir dich mit Rocky zerfetzen können. Ich find's lustig, so ein Dauerfeuer an der Juwelenregen. Yay. Ich renne doch in der Gegend rum. Yay. Ja, hey. Los, renn mehr Runden, als ich den Zauber mache. Yay. Yay. Ja, das ist einfach. Yay. Runden, yay. Nicht Linien. Yay. 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 Super, mein Zauber, mein Baumlevel ist gestiegen. Baumlevel. Ja, mein Baumlevel ist gestiegen. Juhu. Und tot ist er schon. Ciao, ciao, Drache. Sayonara. Ich hoffe, es kommt nicht noch ein siebter Boss. Du weißt nie bei diesen Wäldern. Mhm. Lol, sie hat gerade seine Statusnachricht geändert. Und die heißt? Casey Herzchen bin gerade aufnehmen. Oh, fick dich! An anderen Mal. Eiermann. Wer Eiermann? Der Typ? Eiermann. Yep, das ist der Eiermann. Er wirft ganz viele, wie ich nochmal, Minus-Eier. Gut, während ihr euch um den kümmert, mache ich den Minus schon mal tot. Okay, der ist auch schon weg. Können wir jetzt bitte hier durch? Nö. Dann, dann. Wie geht's jetzt zum Speicherpunkt? Da, da, da. Na klar. Weiter geht's. Yep. Wo sind wir hier? Den noch. Schaut mal da! Das war Dussel, nicht Baum. Na und? Der Malerbaum. Doch, zeigt ihn mal. Fettes Teil. Endlich sind wir da. Jetzt können wir das Mana-Schwert aktivieren. Warum hast du es so eilig? Der Baum ist...
Der Baum ist... Wunderschön! Der Baum ist Baum. Bist du auch diese magische Aura Baum? Ja, und wie gehen wir jetzt weiter? Ich finde den Baum geil. Ja. Nicht streiten. Wir sind an einem heiligen Ort. Wir haben fast unser Ziel erreicht. Noch ein. Jetzt reaktivieren wir das Schwert und zerstören die Festung. Das geht von alleine weiter. Tja. Licht. Weiß. Was? Ha, ihr spürt die Macht der Mana-Festung. Hey, sie zerstören den Mana-Baum. Muss ich das Hilfe schreien? Hilfe! Das hat sich jeder gewünscht, dass Dussel mal Hilfe schreit. Ich rette dich, Dussel. Oh mein Gott, nein, danke. Darf ich bitte wieder aufstehen? Was? Tama. Halt. Stimmt, deine Frau. Du darfst reden. Was, das ist eine Frau? Ja. Wo sind wir? Wo ist der Mana-Baum? Was? Nein, alles umsonst. Das war tatellos. Guck mal, wie angepisst die ist. Und jetzt? Ach, guck mal, wie meine Kunst. Yep. Alles geht den Bach runter. Du. Was? Der Baum ist ein Mädchen? Ich spreche zu dir. Ich. Die Mana-Baum. Bald verschmelzen alle Monster dieser Welt zu einer riesigen Kreatur. Nur der Mana-Drache kann diese Kreatur vernichten und somit Mana retten. Aber der Mana-Drache ist ebenso gefährlich, weil seine Kraft zu groß ist. Wenn er diese Kreatur und die Festung vernichtet, ist auch die Welt am Ende. Nur du kannst dieses Unheil abwenden, indem du das Mana-Schwert benutzt. Nur du kannst das tun, weil du der Letzte des Mana-Stammes bist. Eigentlich hätte dein Vater, der Ritter Arion, hier stehen sollen. Doch Arion ist bei einem Kampf mit dem Imperator ums Leben gekommen. Das war vor ungefähr 15 Jahren, in der Nähe des Quelldorfs. Hast du alles verstanden, Tama? Du meinst, das Gespenst bei der Quelle war mein Vater? Guck mal, wie Tama guckt. Ja! Das war Arion. Ich war seine Frau. Ich bin deine Mutter? Meine Mutter ist ein Baum. Wir gehören zum Mana-Stamm. Die Frauen von uns werden zu Bäumen, die unsere Welt beschützen. Die Männer von uns tragen das Mana-Schwert, um gegen das Böse zu kämpfen. Du musst die Festung zerstören, Mana wird immer schwächer. Nun werde ich die Energie der Mana-Samen auf dein Schwert projizieren. Bitte. Schwert erreicht Maximum. Yay! Danke! Bitte, bitte. Tama, ich war wohl keine gute Mutter für dich. Mama, bist du es wirklich? Bitte. Punkt, 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 Punkt. Mama! Sprich doch mit mir. Mami, bitte! Mama? Tama? Meine Mutter. Punkt, Punkt, Punkt. Oh Mann. Au! Krieg jetzt diesen Baum, wir müssen weiter! Oh, wie ich solche Situation hasse. Okay. Lasst es uns zu Ende bringen. Ich darf meinen Vater und meine Mutter nicht enttäuschen. So gefällt's mir, alte Socke. Hey, nenn mich nicht alte Socke. Stimmt, wenn ich nicht schon mit Hagen verlobt wäre, was ich mich ankomme. Ex-Hagen.